Hier. Du Simotapalapalapapapata. Redetsch mit mir. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den hier wieder anrempeln, sonst sind sie lästig. Was schaust denn du so blöd? Na gut, wenn sie lästig werden, töte ich sie. Von daher. Soll man aber nicht immer machen. So. Hallo. Lass den in Ruhe, du Arsch. So, gern geschehen, Leute. Ich lasse nicht zu, dass ich wer segiert. Jo, wir kriegen da definitiv Monster durch. Aber gut, das ist da oben, ist die Scheiße irgendwo. Jo, wir holen uns das. So, jetzt krabbeln mal. Oh, der krabbelt schön rauf. Das funktioniert besser, das Krabbeln hier. So, wir haben's. Jawohl. Jetzt ist es ein Speicherpunkt. Wenn wir's mal haben, dann ist es ein Speicherpunkt. Das finde ich auch super. Das ist schön gelöst. So, was haben wir denn hier dann? Da haben wir nur eine. Die nehmen wir auch gleich. Why not? So, hier runter, 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 runter. Geh runter. So, finde ich auch gut. Das Klettern ist wirklich vereinfacht worden. Das ist gut gemacht worden. Da kann man nicht meckern. Gib mal alle auf die Seite. Ja, wenn ich renne, gefällt ihnen das nicht. Aha. Und deswegen kannst du mich auch am Arsch lecken da hinten. So, da gibt es irgendwo was bei der Brücke. Da müssen wir jetzt schnell hin. Oh, alle auf die Seite hier. Und zwar ist es hier. Speicherpunkt. Also zumindest sieht es aus wie einer. So, Leute, was machen wir? Da haben wir übrigens Begleitermissionen. Das Blöde ist, ich sehe hier nur, wenn wir diese Hauptaufträge machen, zum Beispiel den hier. Ja, das steht nicht da. Aber ich glaube, nur dann kriegen wir diese zum Aufwerten da dieses Zeug hier. Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese Punkte, was ich brauche. Was ist das hier zum Beispiel? Das ist sehr schwierig. Diese Rätsel, die mag ich überhaupt nicht. Das Rätsel lösen, um die Fragmente der Nostradamus-Scheibe zu erhalten. Ja, was können wir machen? Wir müssen hier mal die Türme dann wieder freischalten, dass wir ein bisschen was sehen. Hier haben wir ja schon. Es gibt schon. Das ist schon so riesig. Das hat nur so klein ausgesehen, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal diesen Turm hier. Ja. Mach mal ein paar Türme. Und dann schauen wir weiter. Das ist da oben. Also, rüber geht's. Platz da. So, wir müssen darüber jetzt. So, jetzt werden wir die Türme erklimmen. Das ist natürlich auch super und interessant. Also, diese Kletterei mag ich und die werden auch immer schwerer. Also, das Game ist wirklich besser gemacht hier, muss ich sagen. Wesentlich schwieriger wie normal und von daher macht Spaß. So, du Scheißer, lass das Volk in Ruhe. Arschgeige. Gern geschehen. So, ein Taschentuch. Ne, du bist ein reicher Mensch. Und ein Pinsel hat er. So, wir müssen 150 in die Richtung. Hier ist schon wieder ein Aufstand. Und Dietrich haben wir auch gekriegt, das ist gut. Die brauchen wir nämlich wirklich. Die wollen da durch, glaube ich. Gut, dann gehen wir da auch durch. Da durchkommen, das wird jetzt was. Aber gut, ich dränge mich da mal vor. So. Oh, hier wird auch geschossen. So, wir müssen darauf. Oh, ich glaube, das Volk ist ein bisschen angepisst gerade. Da werden wir jetzt dann reingehen. So. Da müssen wir rauf. Hallo, die Dame. So. Das funktioniert soweit ganz gut. So, weit ist ja nimmer. Schön da rauf, 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 rauf. Jawohl, also die Kletterei ist wirklich weit besser gemacht wie früher. So, dann gehen wir synchronisieren.
Oh, wunderschöner Garten, hey. Wow, 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 Leute. Nice, man. Synchronisieren wir mal. Und schauen wir uns die Gegend an. Echt hübsch hier. Das geht. Bisschen nebelig, aber sonst ganz in Ordnung. Jawohl, so, dann hüpfen wir da mal runter. Wo ist denn der Heuhaufen? Hier. Hui! Ein bisschen eine Revolution hier in Frankreich, das muss ich schon sagen, da geht's ordentlich zu. Also Friede, Freude, Eierkuchen ist hier nett. Da haben wir eine Kiste, sehe ich gerade. So, die schnappen wir uns mal. Jawohl, 57. Woohoo. Das ist Moos. So, jetzt haben wir einen Haufen wieder freigeschaltet. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Turm. Wir verbreiten jetzt unseren Einflussbereich sozusagen. Jetzt ist die Frage, das da oder das da? Ich würde sagen, machen wir es so rüber. Oder machen wir den, der ist am nähersten. Machen wir den, Leute. Ich markiere ihn mal. Sieht so nah aus, aber doch so weit weg. So, dann gehen wir mal mitten durch den Garten. Das ist dann die Abkürzung, würde ich sagen. Das sieht eher aus wie ein Schlachtfeld statt ein Garten. Bisschen eine Revolution hier, ey. Und die gehen mal wieder auf die Eier, wenn ich laufe. Also sollte man die besser nicht ärgern hier. Da ist ein Verbrecher. Der will uns auf den Sack gehen. Na gut, das sollen sie sich drum kümmern. Die erschießen den eh, das passt schon. So, dann gehen wir da rechts rüber. Darauf müssen wir. So, das könnte man auch mitnehmen, Leute. Da ist irgendwo so ein Dings. Das kann man mitnehmen, aber wir haben was vor. Lassen wir jetzt nicht wieder abbringen. Man kommt mit den Aufträgen durcheinander. Das habe ich bei Dying Light manchmal gemacht. Beziehungsweise bei Witcher auch. Einmal das und einmal das. Das ist nicht so gut. Man soll bei einem Auftrag bleiben und den dann auch machen, weil sonst kommst du echt durcheinander. Das ist ungut. So, da können wir raufklettern. Das ist Sperrgebiet. Das heißt, da sollte man nicht unbedingt erwischt werden. So, auf geht's. Hoffentlich sind da keine Soldaten oder irgend sowas. Ja, sieht ganz passabel aus hier. Jo, es läuft. Schön erklimmt. Können wir da spazieren gehen auf den Dächern von Paris. Und wir synchronisieren. Ja, wirklich eine schöne Aussicht hier. Eine gigantische, riesige Stadt haben sie da gebaut. Also gemacht. Also Ubisoft wieder mal Top Game. Genau wie bei jedem Assassin's Creed. Und es wird immer besser. Also ich muss sagen, die Kletterei, die haben das wirklich so vereinfacht. Es ist wirklich so angenehm zu klettern, Leute. Das ist wirklich einfach nur geil. Und es macht Laune wie immer. So, wir holen uns jetzt die Kiste, die liegt vor meiner Nase hier. Kann man nehmen, ich hoffe, die sind jetzt nicht lästig. Du wirst jetzt eine kriegen für... Ey! Sag mal, willst du mich verarschen? Aua! Lol! Was, der kann mich mit einem Schlag töten? Lol! Also, das ist eine Verarsche. Mit einem Schlag? Junge! So, jetzt bin ich aber stinksauer, das ist klar, hoffentlich. Jetzt schaue ich, wo ich bin, da gehe ich jetzt nämlich nochmal hin und haue ihn in die Fresse ein. Wir verarschen, lassen wir uns nicht. Ich glaube, das war hier. Wir lassen uns definitiv nicht verarschen. Die Wachen hole ich mal, diese zwei Pissnelken da. Die sind sicher nur da, die Scheiße. Da sind die Arschlöcher. Nicht mit mir, einen Falschen erwischt. So, das hast du verdient. So, ein bisschen ein stärkerer Feind, aber das hat er verdient. Ich lasse mich nicht verarschen. So, Junge.
Das nächste Mal denkst du nach, bevor du mir im Sack gehst. Geht gar nicht, Leute. Der war gescheit frech. Diese Knallerbsen ist blöd, dass man nicht zielen kann damit, weil ansonsten könnte ich sie gezielt wohin schießen. Das geht natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, mach mal hier weiter und dann so rüber. Mach mal es am besten so, genau. Gebiete freischalten kann man ja, das ist ja nichts Schlechtes. Dann haben wir mal mit die Karte frei und die Kletterei mag ich ja sowieso. So, wir sind ein fortgeschrittener Gehilfe. Oh, schauen schon wieder so böse. Ich könnte sie aber auch einfach umnieten. So, was trägst denn du da? Eine Gasflasche oder was soll das sein? Lol. So, darauf soll man. Klettern, klettern, klettern. Versuche nicht, mich in das Licht zu führen. Ich lass mich nicht von euch rumschubsen. Sag mal, so für die Frechheit mich anschießen, Junge. Lass mich doch nicht verarschen. Die mit euren Pistols geht ihr mir gescheit am Arsch. Komm, kämpf wie ein Mann. Kämpf wie ein Mann, du Memme. Ja. Kannst nix, bist nix, wirst nix. So da. So schaut's aus. Wir brauchen wieder Medizin. Vielleicht hat einer was von denen da. So da. Ich habe nur einen Verbrecher getötet und ihr gebt mir im Arsch. Das ist eigentlich eh eure Aufgabe, Jungs. So, Medizin mal gefunden, das ist gut. So, der hat ein bisschen Kohle gehabt. Hallo, du schießt aus wie ein Gauner. So, Kamera nach oben, das ist hier, wo ich hingehe. Da will er nicht drauf gehen, muss ich beiseite. So, da drüben sind wir zu Hause. Ja, das ist da drüben. Aha. Aber ich bin schon mal ein bisschen hier oben. Wow, das sieht auch cool aus hier. Eine Truhe, die nehme ich mit, wenn die schon da steht. Oh, ein Hort, Leute. Wenn sie schon so dasteht, so auf die Art, nimm ich, dann nehme ich es natürlich. Ne? Wie viel haben wir gekriegt? 3,50, da sind wir dabei. Nice one. So, rauf da. Also ihr seht, da wären wir beim letzten Assassin's Creed nicht drauf gekommen und immer abgerutscht. Oh! Das haben sie super gemacht. So. Dann geht's jetzt da rauf. Geht richtig gut von der Hand, das Klettern, also wirklich wunderbar haben sie das gemacht, es macht richtig Laune. So, ganz rauf müssen wir. Und wir sind da. Synchronisieren! Schauen wir uns die Gegend an. Das wunderschöne Paris. Ist wirklich groß hier. Es hat nur so klein ausgesehen, Leute, aber das ist alles andere wie klein. Hier, so, wie komme ich da jetzt runter? Ich glaube, von mir habe ich einen Heuhaufen gesehen. Nur schauen, dass ich ihn gut anvisiere, sonst geht's platsch. So, mal schauen, wo ist der Heuhaufen? Ist das einer da? Ich glaube schon. Scheiße, ist das ein Heuhaufen? Was anderes sehe ich nicht. Ich hoffe. Ja, es ist einer. Schön getroffen. So. Und da unten ist hoffentlich noch einer. Jawohl, so ein Double-Heuhaufen. Zack. So, dann markieren wir mal gleich den nächsten Tower hier. Einen Aussichtspunkt. Aber ich muss noch mal kurz was schauen. Ja, das sind die Gegenden, genau. Das sind halt die schweren Gegenden. Aber wie gesagt, wir machen ja nur mal die Tower, dass wir ein bisschen eine Übersicht haben. Das ist ja nichts Schlechtes, ne? Geht mal beiseite hier, Jungs. So, wir müssen dahin. Sind schon wieder Wachen. Ah, da ist eine Kiste. Die nehmen wir mit, wenn wir schon hier sind. Das geht immer mit, sozusagen. Eine blaue.
250 Flocken, da sind wir dabei. So, wir müssen jetzt ein bisschen nach rechts darauf. Das ist sehr hoch. Ja, wie jeder Tower. So, belästige nicht die Leute hier. Das geht gar nicht. So, das könnte man sich holen, wenn ich darauf komme. Das holen wir sich auch. So. Es geht so im Nebenbei. Jawohl, wunderbar. So nebenbei einen Speicherpunkt hier. Also ich glaube halt, dass die Speicherpunkte sind. Er speichert jedes Mal, wenn ich drüber gehe dann. Finde ich. Nice. Was ist dieses Zeichen hier? Das verstehe ich nicht. Ich habe so ein Augezeichen. Für was ist das? Gibt es hier was zu sehen? Oder ist das, weil die mich da angucken? Ja, weil die Wachen mich beobachten. Okay, okay. Weiß ich schon Bescheid. So, jetzt gehen wir darauf. Geht mal weg hier. Hallo Pfaffe. So, wir müssen ein bisschen weiter rauf. Stückchen noch. Geier, mach Platz, ich komme. So, wir sind oben und synchronisieren. Jawohl, wie klein er ist da oben, ha? Und wie groß das Gebiet ist. Nice one. Da ist viel Heu da unten. So ein kleinerer Stadtteil. Aber da sieht man, wir waren da ganz links hinten jetzt vom Bild. Es ist schon riesig, das Ganze. Das ist schon riesig, gibt mehrere Stadtteile und so weiter. Also optimal, da ist ein Heuhaufen. Und rein! So, Leute. Dann markieren wir doch mal den nächsten Tower. Wir werden jetzt mal diese Aussichtstürme da alle machen. Das macht Spaß, die Kletterei, definitiv. So, dann gehen wir in die Richtung vom nächsten. Rechts leicht müssen wir. Oh, diesmal ist er ein bisschen weiter. Lass das Volk in Ruhe, du Arsch! Pisser. So, wir heilen uns gleich. Schauen wir mal, ob der was hat. Medizin wäre nicht schlecht halt. Oh, hat er nicht, aber ein bisschen Kohle. Oh, der hat ordentlich Moos gehabt. Das ist nur ein schönes Stück, wo wir jetzt laufen müssen. Da müssen wir rüber. Die Kiste holen wir uns auch da. Wo ist die? Da rechts. Die Frage ist, tun mir die was, wenn ich sie nehme? Ich schätze mal schon. Hm. Gehen wir hier mal lang. Ah, die ist draußen, die Kiste. Okay, das ist gut. Dann brauchen wir mit denen nicht anlegen. Die nehmen wir. Da belästigt einer schon wieder das Volk. So da, die haben wir platt gemacht. Und seine Leibwachen auch gleich dazu. Niemand belästigt hier das Volk, das geht gar nicht, Jungs. Habt ihr einen Falschen erwischt? Hanno wird das verhindern. So, oh, Wachen, wir sollten hier weg. Einmal Medizin einmal gekriegt. Ich weiß nicht. Bisher interessiert die Wachen das nicht. Komisch, komisch, komisch. So, jetzt müssen wir ein bisschen rechts rüber hier. So Leute, wir werden wieder mal speichern. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part.
Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.